Es hat lange gedauert, bis ich als Kind endlich meinen ersten Windows-PC bekam. Meine ersten Gaming-Erfahrungen habe ich tatsächlich auf einem Amiga 500 erlebt. Und was habe ich diese olle Kiste geliebt? Meine Freunde in der Schule haben mich zwar ausgelacht, weil ich keinen echten PC hatte, aber mir war das egal, weil ich diese tollen Spiele zocken konnte, die es eben nicht auf dem PC gab. Auch wenn ich zugeben muss, dass der Amiga 500 stellenweise eine echt lahme Krücke war. Der Vergleich mit der Wodka-betriebenen Dampfmaschine war wohl doch nicht ganz so verkehrt. Der Commodore Amiga wurde von Jay Miner, einem ehemaligen Atari-Mitarbeiter, entwickelt. Er benannte den Computer nach seiner damaligen Firma Amiga. Commodore konnte durch einige geschickte Schachzüge sich in Miners Firma einkaufen und übernahm diese dann nach und nach. 1985 kam das erste Modell auf den Markt, der Amiga 1000. Der Amiga 500 erschien 1987 gleichzeitig mit dem Amiga 2000. 1991 warf Commodore den Amiga 500 Plus auf den Markt. Der war zwar von der Hardware vom 500er kaum zu unterscheiden, dafür ist dieser dann aber mit einem Großteil der Software für den Amiga 500 inkompatibel gewesen. 1993 erschien der Amiga 4000. Commodore war zu diesem Zeitpunkt aber schon bankrott. Eines der Spiele, die ich als Kind auf dem Amiga 500 rauf und runter gespielt habe, war The Great Gianna Sisters oder auch einfach nur Gianna Sisters. Das Spiel stammt vom deutschen Entwickler Time Warp Productions und ist ein ziemlich dreister Klon der Super Mario Bros. Spiele. Das Gameplay ist identisch zu den Mario Bros. Spielen. Ihr rennt also von links nach rechts, springt allen möglichen Gegnern auf den Kopf und müsst möglichst ohne ein Leben zu verlieren ans Ziel kommen. An bestimmten Stellen könnt ihr, wenn ihr wisst, wo, in andere Level warpen. Ja, selbst das hatte man damals von der Konkurrenz übernommen. Auch hier habt ihr Power-Ups und am Ende jedes vierten Levels erwartet euch ein Bossgegner. Das Gegnerdesign ist nicht so knuddelig wie bei einem gewissen italienischen Klempner. Die Gegner sind deutlich alienhafter und auch ein wenig abartiger gestaltet. Gut kann man das auf dem ersten Ladebildschirm erkennen. Da so ziemlich jedes Amiga-Spiel mit einem Joystick gespielt wird, ist die Steuerung hier etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man nur Gamepads gewohnt ist. Gesprungen wird, indem man den Joystick nach oben bewegt, einer der Knöpfe wird zum Verschießen der Projektile verwendet. Ja, vor allem der erste Level ist fast eine exakte Kopie von Welt 1-1 aus Super Mario Bros. Die Musik in Gianna Sisters ist herausragend und kann sich locker mit der Konkurrenz auf dem NES messen. Komponiert wurde sie von Chris Hülsbeck, der auch die Soundtracks von Turrican oder den Rogue Squadron Spielen geschrieben hat. Nach dem Debüt auf dem Amiga ist es sehr lange still um Gianna Sisters geworden. 2009 erschien dann Gianna Sisters DS für den, wer hätte es gedacht, Nintendo DS. Hierbei handelt es sich um eine Art Remake mit leicht aufpolierter Grafik, wobei das noch untertrieben ist. Denn die Grafik erinnert hier tatsächlich mehr an einen Zeichentrickfilm als an das, was man so auf dem Amiga gewohnt war. Der interessantere Nachfolger sollte allerdings 3 Jahre später, also im Jahr 2012, erscheinen. Knapp 24 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Teils kam Gianna Sisters Twisted Dreams auf den Markt. Finanziert wurde Twisted Dreams über Kickstarter, entwickelt wurde es von Black Forest Games. Im Großen und Ganzen ist Gianna Sisters Twisted Dreams mehr Remake als Fortsetzung. Grafisch erinnert es am ehesten an einen Tim Burton-Film. Ihr steuert jeweils eine der zwei Schwestern, könnt aber auf Knopfdruck auf die jeweils andere wechseln. Der Clou daran ist, dass ihr damit auch eure Umgebung verändert. Neben dem gewohnten Rennen und Springen habt ihr noch eine Wirbelattacke, die ebenfalls Gegner wegschleudert und auch die Umgebung verändert. Zudem könnt ihr auch noch sprinten. Während die süße Schwester in einer Albtraumwelt festhängt, sitzt das Goth-Gegenstück in einer zuckersüßen Traumwelt fest. Wie im Original ist Gianna Sisters Twisted Dreams ein Jump'n'Run. Die Gegner erinnern doch schon an ihre Gegenstücke aus dem Original. Allerdings sind sie vom Design her längst nicht mehr solche Monstrositäten wie
es noch damals im Original war. Auch die Musik stammt wieder von Chris Hülsberg und enthält einige sehr gelungene Remixe von bekannten